Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Global News. Ich habe jetzt hier eine Nummer gekriegt und soll einen unserer Freunde, der weltweit agierenden Freunde, anrufen, um zu hören. Bin noch gar nicht sicher, wer es ist, zu hören, wo er ist und was er da macht. Ich bin mal gespannt, wer das sein könnte. Ich habe jetzt hier die Nummer. Moment, ich probiere mal eben. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe schon so eine Ahnung. Schauen wir mal. Es klingelt. Hallo Daniel. Hallo Sashi, du bist. Ah, Ja. okay, jetzt wird ein Schuh draus. Wie Ja. geht's dir? Was machst du? Mir geht's gut. Ich bin in Labin. Labin ist in Kroatien. Okay, Ja, ich bin Labin, hört sich in in der Ecke an. Altstadt von Labin gerade. Das ist die Okay. Geburtsstadt von Matthias Flacius Illustrius. Ja, sagt dir wahrscheinlich nichts. Aha. Ist ein Mitstreiter von Martin Luther gewesen. Ah, okay. Nicht Martin Luther Schick. King, sondern Martin Luther. Ist Ist hier geboren und ist 1575 in Frankfurt gestorben. Das heißt also, er hat nach Deutschland gemacht irgendwann mal. okay. Und hier in Kroatien ist er geboren in der Altstadt. Und ich bin gerade hier so auf dem Aussichtspunkt und man sieht so im Hintergrund, sieht man da hinten so das Meer. Ja, da hinten ist Rabak, glaube ich, so heißt der Ort. Da ist das so ein Hafenörtchen. Und hier in der Altstadt bin ich. Und guck mir den ganzen Kram hier an. Da oben sind so Türme und da also sieht man das eigentlich. Ja, warte mal, ich nehme euch mal mit hier. Guck mal, ich nehme dich mal mit, Daniel, und erzähle Ja, dir mach mal so ein das. bisschen. Genau. Wo bist du gerade? Bist du im Shoki Banuki Zentrum? Ich bin im Headquarter, Du bist im Headquarter. Genau. Ja, ja. also hier in Rabin ist es so circa 30, 40 Kilometer von Pula weg. Pula ist in Istrien der Flughafen. Da fährst du erstmal so 30 Kilometer durchs Gebüsch sozusagen. Und Okay. kommt gar nichts, also da ist nichts, da ist wirklich nur Straße und Gebüsch und sonst nichts. Und dann irgendwann mal kommt der Ort und das ist hier dieses Labin und da ist wieder voll Touri-mäßig, ne? Voll Touri. Das Okay. sind ja Deutsche, Schweizer und schlag mich tot, Holländer ganz viele. Und jetzt gucken wir mal hier, das ist hier der zentrale Platz in der Altstadt, natürlich voll befahren. Ja, Sieht doch da schick hinten. aus. Da hinten sieht man so Regenschirme. Die sind zur Okay. Begrüßung aufgespannt über den Straßen. Das ist ganz lustig. Und wenn man dann hier hoch in die Altstadt läuft, ich nehme dich mal mit, Daniel. Du siehst natürlich nichts, du siehst erst später, siehst du was, ne? So wie Ja, alle Schoki-Banoki lauf nicht so Zuschauer. schnell, sonst schuld ich noch. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil hier sind so Treppchen, die sind nicht in Okay. der normalen Schrittfolge. Das sind Okay. wahrscheinlich eine Schrittfolge von 1502. Und hier sieht man so allmählich schon den Eingang zur Altstadt. Ich nehme euch mal mit zu einer Kanone. Da hättest du deinen Spaß, Daniel. An der Kanone hättest du deinen Spaß. Das ist ein Rohr, du. Ich sag's Das dir. glaube ich, Hast ja ja. grundsätzlich auch Spaß an Rohren. Also, Ja, nicht an meistens am Fremden. eigenen so. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Genau, hier nehmen wir die Aussicht auf die andere Seite von dem Aussichtspunkt hier. Ja, super geil hier, muss ich sagen. Also ich muss wirklich mal ein Lob aussprechen. Labin ist eine schöne Stadt, kann man wirklich mal hinfahren. Also wer in Ja. Kroatien, in Istrien ist, meistens ist man ja direkt am Meer auf der östlichen Seite, auf der westlichen Seite und hier ist die östliche Seite und das ist richtig cool hier. Ja, da werde ich Ja. mal die Empfehlung wahrnehmen und mich irgendwann auf den Weg nach Kroatien machen. Empfehle ich euch übrigens auch. Ja. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob jemand von euch und wenn ja, wo in Kroatien schon mal gewesen ist und gebt vielleicht auch mal eine Empfehlung ab. Des Weiteren, wenn ihr sowieso schon dabei seid, macht ein Like und abonniert unseren Kanal. Das wäre auch wichtig. Das wäre auch Ansonsten schön. merkt ihr jetzt direkt, wo wir für Shoki Banoki Daily recherchieren. Also wir recherchieren hier nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Sashi ist einer der Vorreiter. Danke dafür, mein Lieber. Super, Daniel. Alles klar. Gut, dann Cheerio, Miss wünsche dir noch Sophie. viel Spaß und wir hören uns. Cheerio, ja.